herzlich willkommen, meine lieben Elder Scrolls Fans, zum ersten offiziellen Teaser von The Elder Scrolls Online. Spätestens jetzt sollten alle, die der gestrigen Meldung bezüglich The Elder Scrolls Online nicht geglaubt haben, überzeugt davon sein, dass The Elder Scrolls Online wirklich wahr wird. Bereits seit 2007 entwickeln über 250 Leute an diesem Spiel. The Elder Scrolls Online soll grundlegend ein klassisches MMO werden. Es gibt ein Klassensystem, Erfahrungspunkte und andere klassische Elemente. Trotzdem soll sich das Spiel wie ein typisches Elder Scrolls Abenteuer anfühlen. Die Entwickler wenden sich deshalb beispielsweise vom Questaufbau ab, also zum Beispiel wie bei World of Warcraft und so weiter. Es soll in The Elder Scrolls Online, das übrigens voll vertont erscheint, keine Questknotenpunkte geben, an denen man eine Reihe von Aufgaben einsammelt und dann erledigt. Viele Quests sollen sich eher aus dem Spiel heraus ergeben. Ein Beispiel, das genannt wurde: Wer eine Reihe von Totenbeschwörern in einer Höhle besiegt, kann im Anschluss einen Geist befreien und wird von diesem belohnt. Auf viele dieser Quest-Events soll man allerdings von den NPCs hingewiesen werden, inklusive Markierung auf der Übersichtskarte. Wie anders sich die Elder Scrolls Online letztendlich im Vergleich zu den Singleplayer-Spielen jetzt spielt, bleibt nun mal abzuwarten. Jetzt gibt's erstmal für euch den ersten Teaser-Trailer von The Elder Scrolls Online. Ich wünsche euch viel Spaß. Der kaiserliche Thron ist leer und verwaist. Die Drachenfeuer kalt und erloschen. Aus jedem Winkel erwächst Finsternis. Ewige Feinde verbünden sich. Neue Allianzen werden geschmiedet. Alter Ehrgeiz erwacht. Und wenn Feinde sich schneller erheben als Verbündete, kann ein Held allein keine Erlösung bringen. Hierzu braucht es viele. Das war er, der erste Teaser-Trailer zu The Elder Scrolls Online. Natürlich ist es total nichtsaussagend, aber das haben Teaser nun mal so an sich. Es ist eine geile Bestätigung und das sollte uns erstmal reichen. Was ihr nun hier gerade seht, ist der erste Screenshot, der veröffentlicht wurde. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit natürlich jetzt noch nutzen, euch alle weiteren Infos mitzuteilen, die bisher preisgegeben wurden. Platz für Abenteuer gibt es genug, denn die Entwickler wollen die wichtigsten Provinzen Tamriels ins Spiel bringen. Allerdings nicht alle komplett, denn Teile der Welt sollen zunächst unzugänglich bleiben. Das ist natürlich nicht blöd von den Entwicklern, denn so schaffen sie Platz für, also Raum für spätere Entwicklungen. Was heißt Entwicklungen? Also Erweiterungen. Also zum Beispiel, man kann es vergleichen mit WoW, Wrath of the Lich King, Cataclysm und so weiter. Also als bestes Beispiel, man versperrt zum Beispiel Winterfeste aus Skyrim und macht dann ein Winterfest-Add-on. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Aber zum Release sollen alle wichtigen Regionen zumindest zum Teil zugänglich sein. Ja, wie wird man reisen? Reisen lässt sich unter anderem mit Mounts, allerdings sind keine Flugreittiere wie aus World of Warcraft geplant. Entweder natürlich durch die Pferde oder auch durch ein Schnellreisesystem, das zwischen sogenannten Teleportschreinen erlaubt sein wird, aber die muss man auch vorher erstmal entdecken. Spieler sollen in The Elder Scrolls Online die Wahl zwischen drei Fraktionen haben. Das habe ich euch gestern ja schon erzählt, aber nun wurde auch veröffentlicht, um was es sich dabei handelt. Zur Wahl stehen unter anderem der Ebenerzpakt, bestehend aus Nord, Danmar und Argonia, die Altmeri-Herrschaft, bestehend aus Altmer, Bosmer und Khajiit, und der Daggerfall-Bund, bestehend aus Bretonen, Rotwardonen und Orks. Jede Fraktion soll eigene Questinhalte bieten. Details zu den spielbaren Klassen nennen die Entwickler bisher zwar noch nicht, das Spielen als Werwolf oder Vampir soll aber nicht möglich sein, das steht schon fest.
Gekämpft wird über ein klassisches MMO-Kampfsystem mit Aktionsleisten, auf die nur eine begrenzte Anzahl an Fertigkeiten passt. Das Skillsortiment soll sich außerhalb des Kampfes jederzeit austauschen lassen. An der Stelle muss ich echt sagen, schade, schade, schade. Ich meine, es war zwar zu erwarten, weil wie soll es auch anders eigentlich umsetzbar sein? Ich habe halt gehofft, dass sich das Ganze trotzdem irgendwie sogar auch aus der Ego-Perspektive spielen lässt. Also, dass du wirklich quasi als du selbst durch die Region rennst und dann auch so Sachen wie Sneak Attacks machen kannst. Also, dass du wirklich dich irgendwo, was weiß ich, hinterm Baum versteckst und ein Gegner irgendwie, der gerade vorbeiläuft, irgendwie den Bogen in den Kopf schießt oder so. Natürlich ins Knie, haha. Das habe ich mir eigentlich gewünscht, aber gut, es ist wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen. Vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es unter anderem sehr unfair auch sein wird. Also wird sich das Spiel im Prinzip auch aus der Third-Person-Sicht, wie jetzt alle anderen MMORPGs, auch spielen. Ist jetzt nicht scheiße oder so, aber schade, sagen wir es mal. Aber wie gesagt, anders wird es wahrscheinlich eh nicht gehen. Als Skills sollen beispielsweise ein leichter und ein schwerer Angriff mit der aktuell ausgerüsteten Waffe und klassenspezifischen Fertigkeiten und das sogenannte Ultimate zur Wahl stehen. Dieses Ultimate lässt sich erst aktivieren, wenn der Charakter ausreichend Finesse, haben sie es genannt, gesammelt hat. Das geschieht offenbar durch geschicktes Kämpfen. Dieses Finesse-System dient scheinbar als eine Art Kombo-System. Wer alleine unterwegs ist und besonders hohe Finesse-Werte erreicht, hat angeblich Chancen auf Extrabeute. Auch Teamwork wird mit Finesse belohnt. Ein Schurke könnte beispielsweise Öl auf dem Boden verteilen, das wiederum ein Magier in Brand setzen kann. Das finde ich zum Beispiel richtig epic. Außerdem soll im Kampf eine große Rolle die Ausdauer spielen, die dargestellt wird durch eine Ausdauerleiste. Von dieser zerren der Einsatz von Sprinten, Blocken, das Blocken von Angriffen und das Ausbrechen aus bewegungseinschränkenden Effekten. Entsprechend dürfte der geschickte Umgang mit Ausdauer vor allem im PvP eine Rolle spielen. Aber auch im PvE ist die Mechanik wichtig. Die Entwickler hoffen, durch dieses Ausdauersystem das typische Klassendreigestirn aus Tanks, Heilern und Damage-Dealern auszuhebeln, das je nach Ausdauereinsatz potenziell jeder zum Tank werden kann. Sowas aber auch. Die Elder Scrolls Online soll allerdings komplett auf das klassische Agro-System verzichten. Apropos Agro. Das wird sich unter anderem auch in den Instanzen widerspiegeln. Denn dort lassen sich Gegner angeblich nicht mehr in einzelnen Gruppen anlocken. Also, dass irgendeiner mal eben mit einem Aggro zieht und so. Nee. Betreten Spieler einen Raum, haben sie die Aufmerksamkeit aller Gegner auf sich. Boah, der Kampfverlauf soll sich dann dynamisch entwickeln. Dungeons soll es in typisch instanzierter Manier und auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden geben. Aber auch öffentliche Dungeons sind geplant. Raids stehen für das Endgame ebenfalls auf dem Programm. Nähere Details sind aber noch nicht bekannt. Dennoch klingt es absolut unglaublich. Eine große Rolle spielen soll in The Elder Scrolls Online auch das PvP natürlich. Die drei Fraktionen kämpfen in Belagerungsschlachten gegeneinander. Diese Schlachten sollen sich vor allem im Cyrodiil abspielen, wo der Kampf um die Kaiserstadt tobt. Hier lassen sich auch Farmen und Minen übernehmen. In der Vorschau ist die Rede von Schlachten bis 100 gegen 100 Mann. Kein Scheiß, wie geil ist das denn bitte? Erobert eine Fraktion die Hauptstadt, wird laut den Entwicklern der erfolgreichste PvP-Spieler der jeweiligen Fraktion zum Kaiser. Und das Ganze soll so ausbalanciert stattfinden, dass alles in Ordnung ist. What the fuck? Awesome. Die Entwickler geben außerdem noch bekannt, dass sogar die Diebesgilde und die dunkle Bruderschaft im Spiel sein soll. In welcher Form verraten sie zwar nicht, aber allein, dass sie tatsächlich im Spiel sein wird, ist schon mal der Hammer. Bei der Kämpfergilde dagegen können Spieler von The Elder Scrolls Online durch öffentliche Kämpfe gegen besondere Gegner Rufpunkte sammeln. Und über die Kämpfergilde sollen dann auch neue Fähigkeiten zu bekommen sein. Nicht anschließend kann man sich dagegen anderen NPCs. Möglichkeiten für Romanzen und Eheschließungen sind vorerst auch nicht geplant. Das sogenannte Housing-System steht
auch nicht auf dem Plan. Also das ist das mit den ganzen Häusern, zum Beispiel aus Morrowind, Hlalu oder Redoran und so weiter. Scheint es aber nicht zu geben. Dafür gibt es weiterhin andere Inhalte. Zum Beispiel das Erreichen der Maximalstufe soll rund 120 Stunden in Anspruch nehmen. Das ist eine ordentliche Zeit. Und wer dabei einmal stirbt, der kann an der Spielwelt verteilten Schreien wieder auferstehen. Und damit das zur Geschichte passt, berichtet die Hintergrundgeschichte von The Elder Scrolls Online davon, dass eure Seele bereits vom dädrischen Fürsten Molag Bal gestohlen wurde. Aha. Zu Spielbeginn soll man sich sogar mit ihm anlegen, um die Seele zurückzubekommen. Diverse dädrische Prinzen stellen sich dann im Verlauf der Handlung euch in den Weg. Molag Bal und Vaermina sind dabei die größten Widersacher im Spiel. Mehr wird bisher nicht verraten, aber für das ist es schon mal ein sehr guter Anfang. Weiterhin wissen wir nur, dass es nächstes Jahr 2013 erscheinen soll. Man kann davon ausgehen, dass es wohl nur für den PC erscheint, ist aber nicht bestätigt. Und wie das mit den Gebühren aussieht, ob man einmalig dafür zahlt, ob man monatlich zahlt, ist auch nicht bekannt. Wir müssen also noch abwarten. Allerdings denke ich, dass wir schon nächsten Monat sehr viel mehr wissen, denn im Juni soll ja schon eine sehr, sehr, sehr große Ankündigung kommen und nicht nur dieser kleine Teaser mit den paar Informationen. Aber ich finde, das war schon mal ein ordentlicher Einblick. Jetzt würde mich interessieren, ob ihr jetzt schon langsam auf den Geschmack gekommen seid oder ob ihr weiterhin sagt, ne, The Elder Scrolls Online, das kann nur scheiße werden, finde ich nicht in Ordnung. Schreibt's mir in die Kommentare, verbreitet dieses Video, damit alle wirklich damit diskutieren können. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sage ich jetzt schon mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder News von The Elder Scrolls Online gibt.